was passiert ist. Los schon, sag ihm, was du gesehen hast. Das war kein Mensch. Bestimmt nicht. Das war ein Monstrum. Jawohl. Wenn sie nichts unternehmen, tun wir es auf eigene Faust. Nicht wahr, Leute? Jawohl. Und wer will sich ihm entgegenstellen? Du, Sam? Das ist Carter, Sie? John? Na, Zack, wie wär's? Was habe ich mir gedacht? Beruhigt euch wieder, Leute, und geht nach Hause zurück. Überlasst der Polizei diese Angelegenheit. Na los, macht schon. Ja, bitte. Es ist sinnlos, Tanja. Sie finden in den Blättern keine Lösung. Es gibt einfach keine. Ich habe die Lösung, Charles. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, sie zu verwirklichen. Werden Sie mir helfen? Wenn ich kann. Werden Sie mir helfen? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Erst will ich wissen, wie Ihre Lösung aussieht. Ein neues Geschöpf. Tanja, Ihr Vater und ich haben 3 Jahre dazu gebraucht, um das erste zu schaffen. Zu meinem brauchen wir nicht mehr als 3 Wochen. Und wenn Sie nur 3 Stunden brauchen, es wäre zu spät. Hat es noch einen Mord gegeben? 2. Ich wollte es Ihnen nicht sagen. Ich war heute früh in der Stadt. Es gibt nur ein Gesprächsthema bei den Leuten über das Ungeheuer. Jetzt wissen Sie, wie man das Lebenswerk Ihres Vaters nennt, ein Ungeheuer. Und die Leute haben recht. Nein, sie haben nicht recht. Mein Vater war ein Genie. Und sein Geschöpf wird... Es wird nichts anderes tun als töten. Sie haben ja keine Ahnung. Selbst wenn sein Gehirn nicht beschädigt wäre, aber dieses Geschöpf besitzt das Gehirn eines Mörders. Es tötet nur aus nackter Mordgier. Es muss vernichtet werden. Und Harris wird es vernichten. Wie kann ein Mensch es vernichten? Nein, Charles. Es gibt nur eine einzige Lösung. Ein weiteres Geschöpf zu schaffen. Sie wollen noch so ein Monstrum auf die Menschheit loslassen? Kein Monstrum. Er soll ein Rächer sein. Unser Geschöpf wird den Mörder meines Vaters töten. Tanja.